herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute die aktuelle Pinkbox vom Monat Februar für euch. Die ist heute bei mir angekommen und ich bin schon ganz gespannt, was da drin ist. Wir haben nämlich eine Sonderedition, die Harley Quinn Edition. Da bin ich richtig gespannt, was uns diesen Monat in der Box erwartet. Ich habe sie noch gar nicht ausgepackt. Ich werde das jetzt mit euch zusammen hier vor der Kamera tun. Ja, wenn ihr auch wissen wollt, was da drin ist, dann viel Spaß beim Zuschauen. Wir legen jetzt sofort los. Also diesen Monat ist die Pinkbox sehr, sehr leicht. In manchen Monaten ist sie sehr, sehr schwer, aber ja, diesen Monat ist sie wirklich leicht und deshalb bin ich noch mehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich war diesen Monat schon mega gespannt auf die Pinkbox, weil die eine Sonderedition ist. Ich habe das schon in der Sneak Peek gesehen und schaut euch doch mal diese Box an. Das ist jetzt der erste Blick hier in die Box rein und ist doch ein Wahnsinnsdesign, oder? Also mir gefällt es richtig gut schon auf den ersten Blick. Ich bin gespannt, ob sich hier auch noch ein Produkt drin befindet. Da werden wir jetzt als erstes mal reingucken. Ja, da haben wir auch noch ein Produkt drin. Das zeige ich euch aber gleich. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal in die Box rein. Das hier ist die Box und die sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Also die ist mega cool gemacht. Hier hinten ist auch nochmal was drauf. Diesen Monat haben wir auch wie jeden Monat bei der Pinkbox wieder eine Zeitschrift mit dabei. Und das ist diesen Monat diese Cosmopolitan, die Februar 2020 Ausgabe. Die lese ich natürlich auch gern und ja, über die Zeitungen da drin freue ich mich eigentlich immer. Die Pinkbox habe ich schon länger im Abo und ich zahle für die Pinkbox 14,95. Die bezahle ich aus eigener Tasche. Ich bekomme die nicht gesponsert oder so. Nur das vorab und jetzt gucken wir rein. Also so sieht die schöne Box aus. Mir gefällt die richtig, richtig gut und die ist auch wirklich super leicht. So Leute, als erstes kommt mir dieses Heftchen hier entgegen. Da stehen dann die Produkte drin, welche sich hier drin befinden. Da gucke ich jetzt aber nicht rein. Ich werde euch aber dementsprechend zu jedem Produkt die Preise unten einblenden, wenn ich das Video schneide, damit ihr sehen könnt, was die Produkte für einen Wert haben. Und das erste Produkt, was ich hier drin habe, ist das hier. Das ist ein Make-up-Pinsel von Fräulein B. Berlin Beauty. Der ist richtig schön eingepackt. Das ist für flüssiges oder cremiges Make-up zum Auftragen. Ja, einmal ein Make-up-Pinsel, den kann man auf jeden Fall gebrauchen, finde ich. Und Fräulein B ist ja eine richtig gute Marke, also mir gefällt die auf jeden Fall sehr gut. Und über einen Pinsel freue ich mich natürlich immer. Von daher, ja, ein Pinsel finde ich richtig gut. Als nächstes befindet sich in der Box eine Express Lash Hyaluronic Mascara. Die ist von EB. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Made in Germany. Ich zeige euch jetzt eben nochmal das Bürstchen, wie das aussieht. Die Mascara hat ein Gummibürstchen. Ja, einmal eine Mascara, die kann man ja auch immer gebrauchen, finde ich. Ja, die Box hat so gar nichts mit Valentinstag zu tun. Ich habe eigentlich gedacht, dass das so auch eine Valentinstags-Edition wird, aber ja, das war halt die Harley Quinn Edition diesen Monat. Finde ich aber auch gut. Muss ja nicht immer alles mit Liebe und mit Valentinstag zu tun haben, ne? Das nächste Produkt, was sich in meiner Box befindet, ist einmal von Rituals. Das ist das Foam Fiesta Ritual of Holy Flamingo Flower and Pink Grapefruit. Das ist einmal ein Duschschaum und den kenne ich noch nicht, also ich will ihn jetzt auch nicht aufmachen und nichts rausholen. Ich vermute mal, dass der bunt sein wird. Weiß ich aber nicht. Ich werde das nochmal nachlesen und euch das dann einblenden. Jedenfalls einen Duschschaum von Rituals als nächstes. Das nächste Produkt, was sich in meiner Pinkbox befindet, ist das hier. Das ist von Bella Pierre ein Gel-Eyeliner, Ebony Nummer 02. Von Bella Pierre hatte ich noch keinen Eyeliner gehabt. Also es ist so ein ganz einfacher Eyeliner, der so ein bisschen auf Gelformel ist. Also ich habe mir den jetzt hier drauf gemacht und der lässt sich auch schlecht verreiben. Also der ist auch wasserfest, würde ich jetzt sagen, was ich sehr, sehr cool finde. Da kann man sich auf jeden Fall drüber freuen. Denn ein Eyeliner und eine Mascara kann man eigentlich immer gebrauchen, finde ich. Von daher, für mich ist das ja gut. Ich freue mich darüber auf jeden Fall und kann damit definitiv auch was anfangen. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Produkt, was sich außerhalb der Box befand. Das lag so im Karton mit drin. Das ist einmal das hier. Das ist von Knight & Wilson ein Color Freedom Ultra Vibrant auswaschbare Haartönung mit Shea Butter und Arganöl. Coral Plush XL Größe. Ja, also das ist eine Haartönung, eine rote, die wohl auswaschbar ist. Hier hinten
Sieht man das schon? Das ist nur für blonde Haare geeignet. Finde ich richtig schade, ehrlich gesagt. Kann ich leider nicht verwenden. Also ja, wer blonde Haare hat, der kann das nutzen. Ich leider nicht. Hier gibt es natürlich noch andere Farben zur Auswahl, die man hätte drin haben können wahrscheinlich. Ja, das sind unter anderem Blau, Pink und Lila. Ist jetzt für Karneval, glaube ich, ganz gut. Ich werde dieses Produkt auf jeden Fall in meine Verlosungsbox für euch reinlegen. Vielleicht hat jemand von euch blonde Haare und ja, hat Interesse an dem Produkt. Jedenfalls kann man das pastellfarbig färben oder halt knallrot, wenn man blonde Haare hat. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich werde das jetzt nicht aufmachen. Das ist eine Full-Size-Packung mit 150 Milliliter und kommt auf jeden Fall in die Verlosungsbox rein. Demnächst wird es wieder eine Verlosung geben und da könnt ihr die dann gewinnen bei mir. So, ihr Lieben, die Box ist jetzt fertig. Die ist leer. Ich habe die ausgeräumt. Also da waren diesen Monat nicht allzu viele Produkte drin. Ich fand, es war ganz übersichtlich gewesen, ehrlich gesagt. Noch kann ich mit den Produkten, mit den meisten, ganz gut was anfangen. Ich werde euch jetzt gleich nochmal ein Bild einblenden. Ja. Wie die Box aussieht, wenn die ausgepackt ist. Selbstverständlich blende ich euch jetzt auch hier oben den Gesamtwert der Box von dem Monat Februar ein, damit ihr das auch sehen könnt, was sie jetzt für einen Gesamtwert hatte. Wie gesagt, ich habe 14,95 bezahlt und der Wert liegt meistens so bei 50 Euro, 60 Euro. Von daher bin ich damit zufrieden. Mir hat die Box sehr gut gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Box gefallen hat und welches Produkt euch da am besten gefallen hat. Das würde mich definitiv mal interessieren. Und ja, wenn ihr die Pinkbox auch haben möchtet, ich werde euch unten in der Infobox noch mal rein verlinken, wo ihr euch die bestellen könnt. Ich selber habe die im Abo drin und könnt ihr dann gucken. Es gibt flexible Abos, es gibt 3-Monats-Abos, es gibt 6-Monats-Abos. Da könnt ihr euch ja mal umschauen. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne dürft ihr auch meinen Kanal abonnieren. Das ist völlig kostenfrei. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Ja, es gibt immer wieder Unboxings und auch verschiedene Schminkvideos. Ich mache immer so ein bisschen bunt gemischte Videos zu allem Möglichen. Abonniert, wie gesagt, gerne meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.